Hey und willkommen beim Indie-Film-Talk, dem Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf von uns Filmschaffenden geht. Viel Spaß! Diesen Podcast gibt es nur durch dich. Damit es noch lange Indie-Film-Talk-Content gibt, unterstütze uns mit einem Abo deiner Wahl bei Steady oder einmalig über PayPal. Die Links dazu findest du in den Shownotes. Danke dir! Und jetzt viel Spaß mit einer neuen Folge vom Indie Film Talk Podcast. There is a crack in everything. That's how the lights get in. Mit diesem Zitat von Leonard Cohen werden wir eingesogen in die intimen Lebenswelten von 6 Jugendlichen in Wien. Der mutige Film Love Cut traut sich hautnah mit dabei zu sein und bleibt dabei ehrlich und einfühlsam. Dieses Filmprojekt wurde in einer dreifachen Doppelspitze, kann man sagen, realisiert. Nämlich in Drehbuch, Regie und Produktion waren gleichermaßen Iliana Estanol und Johanna Lital federführend. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo. Hi, hallo. Hi. Ihr habt also wirklich mit allen notwendigen Kräften und sicherlich auch unerwarteten Hürden dieses Filmprojekt umgesetzt. Und wir werden heute genau über diese Hürden sprechen. Also Stichwort Vereinsgründung, um Fördergelder zu beantragen, war bei euch ein sehr, sehr großes Thema. Und wir werden auch ein bisschen darauf schauen, wie ihr mit euren Laiendarstellern gearbeitet habt, was ja gerade bei diesen extrem intimen Szenen total wichtig ist, wie man im Vorfeld wirklich auch das Team vorbereitet. Bei uns im Indie-Film-Talk ist es immer so, dass ihr euch selbst vorstellen dürft. Daher, liebe Johanna, gebe ich das Wort an dich ab. Als erstes, wer bist du, was machst du gerade aktuell und wie bist du zum Film gekommen? Also ich bin Drehbuchautorin und Regisseurin. Ich habe in England die Filmschule besucht. Zum Film gekommen bin ich eigentlich durch meine Liebe zu Musikvideos, die ich nächtelang geschaut habe. Aha. Und Love Cut ist mein erster Langspielfilm. Ich glaube, das wär's. Das Wichtigste. Ganz kurz und knackig auf den Punkt gebracht. Iliana, wie war das bei dir? Also ich heiße Iliana, ich komme aus Mexiko und ja, ich habe angefangen zu fotografieren. Ich glaube, also ziemlich jung, mit 11, hat mein Vater mir eine alte Canon-Kamera geschenkt und dann habe ich angefangen zu fotografieren und dann habe ich aber gleich dazu immer Geschichten erfunden und so Fotoserien gemacht. Und dann war mir ziemlich schnell klar, dass ich Filme machen wollte. Und genau, und dann habe ich in verschiedene Orte studiert. Ich habe in Kuba, in Berlin und in Zürich studiert. Und ja, genau. Jetzt habe ich gerade schon rausgehört, Iliana, du warst sehr viel in der Welt unterwegs, hast an anderen Orten studiert. Und Johanna, du bist gerade in Wien. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Also wo habt ihr euch genau zusammengefunden, um in dieser Konstellation zu arbeiten? Wir waren an einem Schauspielworkshop gemeinsam für Regisseurinnen und Regisseure. Und ja, in London. Genau, ja. In London habt ihr euch gefunden, okay. Und was war das genau für ein Workshop? Du hast es gerade ganz kurz gesagt. Was habt ihr da gelernt? Seid ihr da beide als Regisseurinnen hingegangen? Wie seid ihr darauf aufmerksam geworden? Es war ein Schauspielworkshop für eben Regisseure und Regisseurinnen, was wir beide anscheinend wichtig fanden, um gut Regie führen zu können oder als Erweiterung und Ergänzung. Und es war bei Charles Forman, der ja so verschiedene Methoden lehrt, aber unter anderem auch Methoden von Susan Batson. Und dort haben wir halt recht schnell eben uns recht nah kennengelernt, wie das mit so Schauspielübungen so passiert. Es war lustig, weil wir mussten so Szenen von unserem eigenen Leben spielen. Und wir waren, ich glaube, nur 7 Regisseure und Regisseurinnen. Und dann, wir haben wirklich sehr persönliche Szenen gespielt. Ich wollte gerade sagen, ja, das klingt schon sehr intim, wie als Vorbereitung für Love Cut oder für die Entstehung, was in Love Cut alles passiert.
Ja, so das war den Anfang. Also das war wirklich sehr klein im Vergleich zu was alles passiert ist. Aber da ist uns ja klar geworden, dass wir möchten ein Film, also oder ein Projekt zusammen machen. Ja. Für Leute, die Love Cut bisher noch nicht gehört oder gesehen haben, was passiert genau in Love Cut? Was erwartet uns da? Ich habe es ja ganz kurz im Intro ein bisschen umrissen. Eliana, kannst du noch mal schildern, ja, wen lernen wir in Love Cut kennen? Wir lernen 6 verschiedene Jugendliche kennen und wir mögen generell nicht so viel erzählen von der Geschichte, dann ich überlege, was ich sagen kann, ohne dass ich ein Spoiler bin. Ja. Aber es geht um ja, 3 verschiedene Liebespaare, die zusammenkommen oder schon zusammen sind und wie sie mit verschiedenen, wie kann man das sagen, so Ideen von Liebe und Sexualität umgehen. Und es geht auf jeden Fall um sich selber kennenzulernen, Grenzen auszuloten, verstehen, in welcher Platz in der Welt man hat. Genau, jetzt ist vielleicht zu abstrakt, weil ich versuche nicht über die, also über die Stränge zu reden, aber vielleicht, wenn man ein bisschen mehr über die Stränge redet. Es sind, oder was denkst du, Johannes? Wie kann man das noch? Also ich meine, es wichtig, glaube ich, ist noch, dass es alle die Geschichten haben wir versucht im Kontext quasi der, also so des Internetzeitalters so zu platzieren oder zu anders zu binden und die Geschichten einzeln könnte man vielleicht kurz so anteasen, dass ein Paar sich über Tinder kennenlernt und sich dort die Frage stellt, ob es Beziehungen ohne Liebe auch geben kann oder wie die funktionieren können. Eine Geschichte ist, wie man sich im Internet verstecken kann, wenn man sich zum Beispiel noch gar nicht im echten Leben getroffen hat, wie man da eine andere Identität aufbauen kann. Und die letzte, also Episode oder nicht letzte, einfach die dritte Episode handelt von einem Paar, das darauf kommt, dass sie 6 Videos von sich verkaufen können im Internet. Sehr elegant umschifft, um wirklich die verschiedenen Überraschungen, die man denn dort als Zuschauer und Zuschauerinnen erwarten darf, nicht schon vorher aufzumachen. Jetzt haben wir schon so ein bisschen rausgehört, das sind 6 Jugendliche, die wir begleiten in ihrem Beziehungsalltag oder in ihrem Kennenlernen und Suchen und Finden, was Liebe und Sehnsucht und auch Sexualität für sie bedeutet. Und es ist sehr episodenhaft erzählt. War von Anfang an für euch klar, dass ihr ein 90-Minüter machen wollt mit diesen sehr verwobenen Strängen? Oder hattet ihr vielleicht zu Anfang sogar geplant, eine Art Miniserie daraus zu machen? Nein, es war von Anfang an klar, dass wir 3 verschiedene Geschichten machen wollen und dass es ein Langspielfilm sein sollte. Das war wirklich so die Grundidee, ja, von Anfang an. Und es war auch klar, dass wir wollten, eigentlich am Anfang wollten wir nicht ein sehr genaueres Drehbuch schreiben, sondern wir wollten viel mit der Recherche und die Cast, also den Cast, also die Casting machen, die ganze Darsteller finden. Und dann zusammen dann wieder alles umschreiben oder weiterschreiben, so dass es nah an die Realität ist. Also das war so wie die Grundidee von dem Film ganz am Anfang. Was war für euch eigentlich so der ausschlaggebende Punkt, genau diese sensible Zeit zu erzählen von Jugendlichen, die auch erstmal bestimmte Dinge neu ausloten müssen oder gerade auch sich selber noch irgendwie entdecken, aber auch schon dabei sind, sehr erwachsen eben in die Sexualität mit anderen Menschen zu gehen? Was hat euch daran besonders gereizt oder was war eure Motivation, genau diese Geschichten zu erzählen? Johanna? Also wir haben uns eigentlich stark ausgetauscht über generell über Ideen, die wir hatten und über was für Themen uns interessieren und sind darauf gekommen, dass sehr viele mit Jugendlichen und deren Problemen zu tun hatten. Wir haben uns auch Geschichten aus unserer eigenen Jugend erzählt und dann ist uns klar geworden, dass das eigentlich zu einem Episodenfilm, also oder in, gut zu einem Episodenfilm zusammenfügbar wäre. Und eigentlich ist uns dann mit der Zeit also aufgefallen, dass Geschichten heute einfach sehr stark in diesem Kontext auch des Internets stehen. Also dass das eigentlich jetzt nicht mehr trennbar ist.
Wie sah denn eure Recherche genau aus? Also ihr habt euch eben jetzt diesem Thema gewidmet und seid da sicherlich, also ihr habt gerade erzählt, ihr habt auch euch selber natürlich von den Geschichten erzählt, die man so als Jugendliche erlebt hat. Und natürlich auch dieser Workshop für Regisseure war sicherlich auch ein großer Teil, wo man schon so Ideen oder bestimmte Materialien gesammelt hat. Wie seid ihr an das Thema von der Recherche herangegangen? Also wir wussten, welche Geschichten ungefähr wir schreiben wollten und je nach Geschichte haben wir eine Liste gemacht, in welche Orte wir recherchieren könnten. Aber unsere große Recherche war eigentlich wirklich, als wir die Streetcasting gemacht haben. Und das war wirklich, also wir sind einfach auf die Straßen gegangen und wir haben einfach mit sehr vielen Jugendlichen gesprochen. Wir sind in den Clubs gegangen, wo sie gehen, in die Restaurants, also McDonald's um 2 Uhr morgens gegangen, wo sie gehen. Wir sind zu Festivals gegangen, wo sie gehen. Und dann haben wir, wenn wir jemanden interessant gefunden haben, haben wir mit ihnen gesprochen und sie haben uns viel von ihnen erzählt. Und wenn, also und das war Teil der Recherche. Und wenn wir noch dazu dachten, diese Person konnte passen zu einem Charakter, dann haben wir die Person zu einem Casting eingeladen. Und dann bei Casting, wenn wir dachten, also die Person konnte wirklich, wirklich gut sein für diese Rolle, aber wir wussten noch nicht, also weil etwas ist wichtig zu sagen, wir wollten nicht arbeiten mit Leuten, die Erfahrung haben, weil normalerweise, wenn man Teenager ist und Schauspielerfahrung hat, hat man am meisten Theatererfahrung. Und wir wollten unbedingt eine sehr natürliche Art von Schauspiel haben. Und es ist nicht unbedingt das im Theater, wo alles ein bisschen lauter und größer sein muss. Und dann, wenn jemand eben in Casting wo wir gekommen ist und wir dachten, ja, das kann sein, haben wir ihnen eingeladen zu einem Workshop, wo wir ihnen Tools gegeben haben, wie sie schauspielen können. Und wir haben viele Improvisationen gemacht, wir haben Szenen gespielt. Und da haben sie auch sehr viel von sich selber erzählt und auch Szenen von sich selber gespielt, so wie wir damals in diese Workshop in London. Und genau, und das alles hat wirklich ist eingeflossen in die Recherche. Seid ihr bei diesen jeweiligen Abenden, wo ihr unterwegs gewesen seid, auch bei den verschiedenen Orten, habt ihr das immer zu zweit gemacht oder wie kann ich mir das vorstellen? Wie seid ihr da sozusagen losgezogen und wie viel Zeit hat das in Anspruch genommen? Ja, das war schon meistens zu zweit, denke ich. Manchmal war man halt auch so einfach unterwegs und hat gerade irgendwo auch noch irgendwas aufgeschnappt sonst, also nicht als absichtliche Recherche, sondern als so beiläufige, aber an sich sind wir schon sehr bewusst, also das, weil es ja auch fürs Casting war, zusammen unterwegs gegangen und ja, ich schätze, es war ungefähr ein Jahr, aber ich bin gar nicht ganz sicher, ob das so noch stimmt. Also zuerst haben wir das Casting relativ konventionell begonnen. Und das habe ich jetzt nicht dazu gezählt. Und dann haben wir geswitcht zu Streetcasting, das wir selbst gemacht haben, um wirklich die Leute zu finden, die wir suchen. Aber Iliana, siehst du das ähnlich? Auch circa ein Jahr oder liege ich völlig falsch? Ich glaube, es war ein Jahr. Und am Ende haben wir, ich glaube, 200 Leute selber gecastet. Oh, wow. Und die Agentur davor hat 140, also am Ende haben wir wirklich 340 Jugendliche gecastet. Also es war wirklich ein sehr langer Prozess. Ja, und wir haben eben dann zu einem Workshop eingeladen, also die wir spannend finden. Und wir haben auch ziemlich, also einige Workshops gemacht, also mit 7 oder 8 Jugendliche jeweils. Und genau, und so, also es war wirklich ein langer Prozess, weil der Cast war für uns so, so wichtig, weil es war, nicht nur jemand, die passen könnte für die Geschichte, sondern jemand, wo wir uns inspirieren, also weiter inspirieren würden, um die Geschichte weiterzuentwickeln, sozusagen. Wie oft habt ihr diese Workshops gegeben, wo ihr jeweils 7 Jugendliche hattet? Also wenn ihr über 350 gecastet habt, also 150 mit der Agentur habe ich verstanden, 200 habt ihr sozusagen gecastet. Und wie viele Workshops gab es denn? Also wie viele habt ihr zu diesen Workshops eingeladen? Ich glaube, wir haben 4 Workshops gemacht. Ich hätte jetzt gesagt fast. Also 6 auf jeden Fall. Okay, und jeweils waren 8, 10 Leute da. Also ja,
Also wahrscheinlich haben wir 60, 70. Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung. Es ist lustig, weil es war so viel und es war so intensiv, dass ja, man verliert. Das klingt danach auf jeden Fall. Gerade solche Workshops, die man ja dann auch erstmal konzipiert oder dann eben auch den Raum und den Ort, den man dafür finden muss, auch erstmal die Gruppe füreinander zu sensibilisieren. War das dann immer über einen Tag hinweg oder war das ein paar Stunden oder wie lange habt ihr euch bei dem Workshop den Jugendlichen gewidmet? Wir haben da eigentlich immer 2 Tage pro Workshop gemacht. Aber ich glaube, es waren dann verschiedene Längen. Wir haben mit der Erfahrung gemerkt, dann, dass wir sie länger machen müssen. Am Anfang haben wir vielleicht so pro Tag 4 Stunden geplant gehabt, aber es wurde dann immer viel länger als 4 Stunden und darum haben wir es dann danach eigentlich dann einfach von Anfang an länger festgelegt. Und die Inhalte, die ihr dort mit den Jugendlichen ausprobiert oder den Jugendlichen mit an die Hand gegeben habt, das waren Sachen, die ihr auch in erster Linie aus diesem Londoner Workshop mitgenommen habt? Oder könnt ihr da noch mal ein bisschen näher erzählen, was ihr da genau ausprobiert habt? Da war es wirklich eine Mischung von sehr verschiedenen Sachen, die uns interessieren und die wir mögen und die wir unbedingt machen wollten mit dem Film. Also auf jeden Fall würde ich sagen, es war viel von Method Acting und von Giles Forman, also diese Methode von Giles Forman, die man selber am Anfang Geschichten von seinem eigenen Leben improvisiert, weil dann lernen alle das oder merken alle Leute, dass man kann auf jeden Fall, alle können schauspielen, also es ist wirklich sehr einfach, weil wenn du etwas nachspielen kannst, dann kannst du auch etwas anders nachspielen. Und dann haben wir auch aber die Methode von Susan Batson einfließen lassen. Wir haben. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen für Leute, die diesen Namen vielleicht noch nie gehört haben? Okay, für Leute, die das noch nie gehört haben. Susan Batson, also wir sind Fans von ihr. Sie ist, also Haneke sagt, sie ist die einzige Genie, das er kennengelernt hat. Und sie ist eine Schauspiel-Coach. Und sie coachet für Juliette Binoche und für sehr große Namen. Und sie hat eine Methode, die heißt Truth. Man kann auch ihr Buch kaufen. Aber sie gibt auch regelmäßig Workshops. Und es geht, also ich versuche dazu zusammenzufassen, es geht darum, dass jeder Mensch und jeder Charakter, also echte Menschen und Charaktere in Literatur, Filme, was auch immer, haben eine Grundbedürfnis, die irgendwann zwischen 5 und 6 Jahre alt nicht gedeckt worden ist. Und das ist sozusagen die erste, vielleicht Bruch in die Persönlichkeit ist. Und dass man versucht, das ganze Leben lang genau diese Vulnerabilität zu verstecken, indem man eine Public Persona baut. Und dann, diese Public Persona ist genau das Gegenteil von dieser Need. Also weil es versucht, das zu verstecken. Dann jemand, die vielleicht, irgendwelche Beispiele, jemand, die sein Need ist, oh mein Gott, das fällt mir jetzt nicht ein, aber okay, muss kurz überlegen, fällt dir jetzt etwas ein, Johanna? Nimm dir die Zeit, alles gut. Verletzlich sein zu dürfen oder verletzlich zu sein, quasi, wäre jetzt irgendwas, das mir gerade eingefallen ist. Okay, dann zum Beispiel wäre seine Public Persona, er würde oder sie würde sehr tough sein als Public Persona, weil es wäre genau das Gegenteil. Und dann kommt dazu noch eine dritte Sache und es wäre so die Tragic Flaw. Und der Tragic Flaw ist genau das, was uns als Menschen nicht erlaubt, zu unserem Bedürfnis ranzukommen. Und in diesem Fall, in diesem Beispiel, Johanna, die du gegeben hast, was konnte die Tragic Flaw sein? So. Es kann eigentlich alles möglich, also immer ja ganz viel sein. Es geht einfach darum, dass man diesen Need nicht spüren muss. Dafür wählt man oder sucht man sich unbewusst Sachen aus, mit denen man den unterdrücken kann, zum Beispiel Alkohol trinken oder Spiel. Also es sind oft auch Süchte, einfach Dinge, die quasi Gefühle und Bedürfnisse unterdrücken. Es kann Spielsucht sein, es kann Workaholism sein und so weiter. Also da gibt es eigentlich eine große Bandbreite an tragischen Flaws. Und was spannend ist, dass diese Methode sagt, also eigentlich jede Handlung, die man macht,
Und jede Entscheidung, die man trifft, ist eigentlich durch diese Grundbedürfnis getrieben. Mhm. Und wenn man das versteht, kann man, es ist sehr wichtig, zum Beispiel als Drehbuchautor, als Regisseur und als Schauspieler, weil dann kannst du sehr gut verstehen, was dein Charakter machen würde in diesem Moment. Und das ist wirklich sehr, also sehr spannend. Und wir haben sogar, Johanna und ich, oh mein Gott, wir sind sogar zweimal zu diesen Workshops gegangen von Susan Batson und wir sind selber als Schauspielerinnen gegangen, also nicht als Regisseurinnen. Und wir haben selber jeweils einen Charakter gespielt von der Film. Also Johanna hat einen Charakter gespielt und ich einander. Und dann den nächsten Workshop haben wir wieder beide einen Charakter gespielt, richtig tief in die Charakter sich reingehen und genau und von dort also wirklich verstehen, wie sie agieren würden und wie sie denken und wie sie fühlen und so. Was waren so von den vielen Workshops, die ihr über diese Zeit gegeben habt und auch viele, viele verschiedene Jugendliche kennengelernt habt, was waren so eure Lieblingsmomente, an die ihr euch noch erinnert? Also wenn ihr so zwei jeder von euch sich einen rausgreifen müsste, habt ihr da einen im Kopf, den ihr gerne teilen möchtet? Also es gibt für mich so einen Lieblingsmoment jedes Workshops, weil wir in allen immer begonnen haben mit einer Übung, die Circle Dance heißt. Wo es dann geht, eigentlich aus dem Kopf zu gehen, die anderen Menschen wirklich körperlich wahrzunehmen auch. Und das haben wir jedes Mal ungefähr für eine Stunde am Anfang des Workshops gemacht. Und das war irgendwie immer ein super Ankommen, sich kennenlernen und einfach, ja, ist sowieso eine tolle Übung. Das ist ein Highlight für mich gewesen. Was passiert da genau? Also ich kann es mir wahrscheinlich so ein bisschen vorstellen, Circle Dance, wir sind alle im Kreis stehend und jeder darf etwas vortanzen und die anderen tanzen nach oder tanzt jeder für sich oder wie hat das funktioniert? Es geht in die Richtung, man tanzt in einem Kreis. Es wird immer eine Person in die Mitte geschickt, es läuft Musik, also es wird immer ein Lied oder auch mehrere ausgewählt von einer, also Iliana oder mir. Und es wird, also diese Person tanzt oder nicht nur tanzen, bewegt sich zur Musik, aber einfach so im Sinne von, was sie spürt, soll sie ausdrücken, also drücken. Es geht jetzt nicht unbedingt darum, möglichst gut zu tanzen oder irgend so, sondern einfach wirklich den Impulsen zu folgen, die kommen. Und das kann eigentlich sogar auch mit Stimme sein. Und die anderen, die rundherum im Kreis sind, imitieren diese Person in der Mitte oder imitieren alle Bewegungen und so dieser Person und möglichst genau. Und dadurch kann halt die Person in der Mitte, muss quasi irgendwie die Hemmungen ablegen lernen, die man hat natürlich in der Mitte dieses Kreises. Und die anderen haben die Chance, was wunderschön ist, diese Person via ihre Bewegungen wirklich wahrzunehmen. Also man kommt sich da auch sehr schnell, sehr nah eigentlich, einfach durch das Spüren. Ja, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Eliana, was war so dein Moment, den du gerne mit uns teilen würdest, wenn du so an diese Zeit der intensiven Workshops zurückdenkst? Was mir sehr gefallen hat, ist, dass normalerweise Jugendliche so sein, es ist genau, also man will cool sein und man will nicht so viel Preis von sich geben. Und genau diese Workshops gingen genau um seine eigene Vulnerabilität kennenzulernen und zeigen zu können. Und es gab so viele sehr beruhigende Momente für uns alle, also für alle Teilnehmer und für Johanna und für mich auch, wenn jemand dann eine Geschichte von sich selber so gespielt hat und wir haben dann so tief in die Seele von dieser Person geschaut und es war so schön und auch so, ich glaube, Sie haben auch gelernt und ich glaube, das ist, was wir auch so sehr von Schauspiel lieben und von dieser Arbeit, ist es eigentlich, die mehr, wovon man sich preisgibt, desto mehr die Leute dich auch mögen werden, weil und ich glaube, normalerweise, man denkt das Gegenteil, oder? Die Leute denken, nein, man muss ja sicher sein oder man muss wissen, was man will und man muss diese Ego haben. Aber genau, wenn sie alle diese Masken ablegen,
ist, wenn der Mensch so offen und so schön ist. Und es gab so wirklich sehr spezielle Momente, genau, wo wir alle sehr bewegt waren von jemand. Wenn ihr noch mehr dazu wissen wollt, wie Iliana und Johanna zu den intimen Szenen gearbeitet haben, dann bleibt dran. Denn ich hatte mit Iliana noch ein kleines Telefonat nachträglich und da hat sie uns erzählt, wie sie mit den Laiendarstellerinnen zu diesen intimen Szenen gearbeitet haben. Wie wichtig es ist, die verschiedenen Departments mit einzubinden und was sie genau in der Vorbereitung gemacht haben, damit es wirklich solch ein vertrauensvolles Set gibt. Also, wenn ihr daran interessiert seid, dann bleibt dran. Ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal noch viel Spaß mit dem laufenden Gespräch. Gerade Workshops sind ja so ein sehr, sehr intensiver Ort, um zusammenzukommen, auch wie ihr es gerade beschrieben habt mit dieser Eröffnungsübung, die wie so ein Icebreaker ist mit dem Circle Dance. Die Jugendlichen, die ihr gecastet habt, natürlich, ich kenne den Film jetzt schon. Ich weiß, es ist ein sehr intimer, ein sehr intensiver Film, der sich ja auch nicht scheut, wirklich die ganz intime Sexualität, die auch gerade im Vordergrund in diesem Alter steht, zu erforschen, auch mit zu zeigen. Wie alt waren die Jugendlichen, mit denen ihr gearbeitet habt? Also einmal im Workshop und dann aber natürlich auch später im Film. Eingeladen zu Castings haben wir Leute oder Jugendliche zwischen 13 und 20, schätze ich. Uns war wichtig, dass wir quasi Jugendliche finden, die wirklich jugendlich sind und nicht wie in amerikanischen Filmen irgendwie schon 20. Darum hatten wir eigentlich haben wir versucht, recht junge zu finden, je nach Figur, die wir versucht haben zu besetzen. Beim Drehen waren unsere Cast dann zwischen 15 und jemand war aber sogar 23. Das hat sich dann so ergeben. Aber an sich waren sie sonst alle zwischen 15 und 18. Und beim Film letztendlich auch? Ja, genau. Das war jetzt der Film, die letzten Altersangaben. Und wenn ich jetzt nochmal so zurückzoome in den Workshop, das war ja so mit, habe ich auch im Vorgespräch das Gefühl gehabt, so die Kernarbeit, also einmal natürlich dieser riesige Casting-Prozess und dann aber auch diese sehr intensiven Workshops. Mal ganz plump gefragt, warum war euch diese Workshop-Arbeit so wichtig mit den Jugendlichen? Also klar, einmal Recherche. Was war aber sozusagen noch der ausschlaggebende Punkt, solche intensiven Workshops zu gestalten? Ja, halt so dieses, dass wir unbedingt ein authentisches Spiel wollten. Also und wir uns war bewusst, dass das auch eine gewisse, also blöd gesagt, so Schulung oder so braucht. Also dass wir wollten einfach ihnen wirklich Mittel mitgeben, die sie benutzen können, wenn sie etwas spielen müssen. Und dafür braucht es halt auch ein bisschen Zeit. Also das kann man dann nicht erst am Set so, so funktioniert das übrigens. Und natürlich haben wir danach auch Proben gemacht, wo wir das dann vertieft haben oder angewendet haben dann. Aber wir haben viel, also zuerst so als Tools mitgeben wollen. Wie war das für euch? Habt ihr auch geguckt, was es zum Beispiel für andere Filmbeispiele gibt, die sich auch der Laiendarstellung bedient haben? Oder habt ihr für euch von Anfang an entschieden, wir machen auf jeden Fall einen Workshop, unabhängig wie andere solche Filme gestemmt haben oder mit Laien gearbeitet haben? Oder habt ihr euch schon auch Vorbilder genommen von anderen Regisseurinnen vielleicht oder Filmprojekten? Es ist interessant, weil ich glaube, wir wussten schon ganz gut, was wir machen wollten. Also weil wir haben auch zusammengearbeitet in einem Theaterstück, wo wir auch so mit Improvisation gearbeitet haben, mit Übungen, mit das Drehbuch zu schreiben, mit dem Cast, je nachdem, wie der Cast war. Und es war wie eine Vorsetzung, glaube ich, von dies. Also ich hatte das Gefühl, vieles wussten wir schon, dass wir ausprobieren wollen und was wir möchten und dann einiges hat einfach so wie ergeben mit den Sachen, das uns interessiert. Und wir haben auch viel improvisiert und viel gespielt. Also wir wollten auch sehr, also wir mögen beide zu experimentieren und zu spielen. Und so sind wir auch in den Prozess rangegangen. Quasi genau das übernommen, was euch auch ausmacht.
Was würdet ihr sagen von gerade diesem Casting-Rechercheprozess, also diesem Street-Casting, was ihr gemacht habt und von der Workshop-Durchführung? Was gibt es so für Tipps, die ihr weitergeben würdet? Also wenn jetzt andere Filmschaffende sich entscheiden, den Weg zu gehen, auch gerade mit jungen Laiendarstellern zu arbeiten, was würdet ihr denen mitgeben? Was ist wichtig für das Street-Casting und eben diese Recherche da auch in dem Falle und für die Workshop-Konzeption? Okay, gute Frage. Ich muss kurz überlegen. Also vielleicht erstmal mit dem Streetcasting. Ich glaube, es ist gut, nicht nur jemand zu approachen und zu sagen, ich mache einen Film und dann einfach einen Termin machen, sondern schon versuchen, mit der Person ein bisschen mehr zu reden, weil schon wenn man mit einer Person kommuniziert, merkt man, aha, nein, eigentlich kommt das gar nicht in Frage, weil man will nicht jeder casten und man will schon eine Vorauswahl machen und ich glaube, desto mehr man mit jemandem redet, desto mehr merkt man, aha, das kann schon in Frage kommen. Und ich glaube, generell bei Laien war unsere Erfahrung, oder vielleicht auch, wie wir arbeiten, ich weiß nicht. Wir haben viel Preis von uns gegeben auch. Also wir haben ihnen viel von uns erzählt und wir haben uns sehr aufgemacht, und wir haben versucht, einen sehr sicheren Rahmen zu geben, wo niemand da von jemand anderen lachen, also in einer Casting-Situation so oder so, weil sie sind, also aber in einer Workshop-Situation oder in Probensituation, weil natürlich sie sind Laien, also sie haben nicht jetzt so viel Erfahrung. Und dann, es war immer wichtig für uns, wie diese sichere Raum zu geben, wo es gibt kein richtig oder falsch und es geht darum, Sachen auszuprobieren. Und es kann in egal welche Richtung gehen, aber es muss echt sein. Es muss wirklich von echte Gefühle kommen und nicht nur, ich möchte jetzt cool aussehen oder cool wirken oder, und ich glaube, wir haben oft ihnen den Weg gezeigt, in den wir das davor gemacht haben. Und ich glaube, für Laien ist das schon gut, also ich meine nicht, jetzt zu spielen, wie sie schauspielen müssen, sondern andere Szenen, andere Momente, andere Sachen, wo sie sehen, aha, wow, okay, sie trauen sich und sie machen das und dann kann ich das auch. Also auch so ein Stück weit eine eigene innere Haltung für eine Figur vielleicht erstmal herausarbeiten, bevor man einfach nach außen spielt. Ich weiß nicht, ob dann am Ende nach außen spielt, weil ich, das wäre vielleicht auch eine andere Tipp, die ich geben würde. Wenn man mit Laien arbeiten, es wäre gut, dass man jemanden sucht, die sehr nah ist zu der Art von Spiel, die man möchte. Weil am Ende sie sind Laien und man kann ihnen nicht eine Schauspielschule geben vor dem Dreh. Also man kann ihnen schon sehr viel helfen und sehr viele Tools geben, aber trotzdem, man muss als Regisseur schon ihnen sehen und sagen, ja, ich sehe schon den Charakter und ich sehe, dass es schon sehr viel von dem Charakter da ist, weil sonst, also ja, ich glaube, das ist ein großer Unterschied, wenn man mit Schauspielern arbeitet, als wenn man mit Laien arbeitet, würde ich sagen. Aber ich weiß nicht, was du denkst, ob das stimmt, Johanna, was denkst du? Ja, auf jeden Fall. Oder sonst in die andere Richtung, dass man sagt, der Charakter, der Fiktive darf sich anpassen an die Person, die man ausgewählt hat, einfach um nahe zu bleiben. Das haben wir gemacht, stimmt. Also, Also ich nehme mit auf jeden Fall, wenn man das Streetcasting angeht und da eben auch quasi inkognito in Recherche ist, dass man diejenigen, die man vielleicht auch gerne für das Casting haben möchte, dass man mit denen ins Gespräch geht, um auch da schon vielleicht mal zu sehen, wie ist die Person und in einem normalen Gespräch, wie kommt da das rüber, was man vielleicht gerade in irgendeiner Form beobachtet hat und dann auch letztlich bei den Workshops oder generell bei der Arbeit sehr, sehr offen sein und sehr ehrlich sein und sich auch selber sehr zeigen, sodass man dadurch auch einen geschützten Raum für die anderen öffnet. Gerade bei den Workshops, die ihr gegeben habt, die ja eben sehr intim waren und sehr von den eigenen Geschichten gelebt.
Jetzt habt ihr uns so einen Einblick gegeben in die Workshop-Arbeit. Gibt es da vielleicht noch was, was ihr gerne erzählen möchtet, bevor wir nochmal einen Schritt zurück zu dem Drehbuchprozess gehen? Was vielleicht noch spannend wäre, aber das haben wir dann auch. Und das wäre ein Schritt in die Zukunft, was wir auch bei den Proben gemacht haben. Ist halt so, dass wir quasi dann auch speziell Szenen geschrieben haben für spezielle Teilnehmer und Teilnehmerinnen quasi für den nächsten Tag. Und bei den Proben haben wir dann eben auch quasi sehr, sehr spezifische Szenen geschrieben, wo wir sehen, also wo wir gewisse Sachen quasi proben konnten, um zu schauen, kommt das hin, ist es möglich, was passiert, wenn wir das sie spielen lassen. Also das fand ich noch relevant quasi. Wenn ich das richtig verstehe, ist das Drehbuch ja wirklich sehr, sehr dynamisch entstanden. Also ihr seid sozusagen von der Quelle dieses Londoner Workshops zusammengekommen und habt halt Ideen gesammelt, habt dann überlegt, ihr wollt eher eigentlich ein Drehbuch-Skelett haben, also wo auch viel Improvisation möglich ist. Seid dann in die Recherche gleichzeitig auch in dieses E-Casting gegangen, dieses Street-Casting, nicht E-Casting, Street-Casting, und habt dadurch dann sozusagen auch eure Szenen oder eure verschiedenen Drehbuchentwürfe immer wieder neu geformt. Ist das richtig? Oder wie kann ich mir so diesen Werdegang des Drehbuchs vorstellen? Jein, also es stimmt zu einem Teil, aber wir mussten, um Förderungen beantragen zu können, schon ein Drehbuch schreiben, also das quasi so ein fertiges Drehbuch ist, um nur schon die Projektförderung, sie heißt anders. Drehbuchförderung? Projektentwicklung, genau. Nur schon dafür mussten wir quasi ein Drehbuch haben, haben das auch so gemacht, um die Förderung beantragen zu können, haben aber immer wieder quasi stark geändert und angepasst anhand von dem, was wir recherchiert haben und wen wir gefunden haben als Cast. Weil eigentlich wollten wir es vielmehr nur ein Skelett lassen von Anfang an, aber das hat uns quasi das System, das System noch nicht ermöglicht. Genau. Ja. Wie habt ihr an dem Drehbuch gearbeitet? Also gerade zu zweit stelle ich mir das auch erstmal sehr, sehr komplex vor. Also wie spricht man sich ab? Wie arbeitet man konsequent an den Szenen? Wechselt man sich ab? Wie sah da genau euer Alltag aus? Also vielleicht auch gerade räumlich und zeitlich, aber auch inhaltlich. Wie habt ihr euch da den Ball hin und her geworfen, um kontinuierlich dieses Drehbuch zu vollfertigen? Es war eigentlich eine sehr schöne und spannende und lustige Prozess, weil wir haben am Anfang viel gesprochen wir hatten schon einige, generell war so, wir haben viel gesprochen, es war auch ziemlich lustig und dann haben wir uns entschieden für Sachen, dann haben wir Notizen gemacht. Und dann hat jemand das einfach geschrieben und dann hat die andere das gelesen. Dann haben wir wieder gesprochen und dann hat die andere das überbearbeitet. Und dann immer wieder das gleiche Prozess. Also es war immer so ein Ping-Pong, aber es war also immer dazwischen reden, Ideen sammeln, was hat gut funktioniert, was nicht oder was die andere denkt. Und dann vielleicht so merken, was nicht funktioniert, dann zusammen Lösungen finden. Und dann, wenn wir eine Lösung gefunden haben, dann hat die anderen das weitergeschrieben. Und wir haben aber immer gesagt, wenn man am Schreiben ist, es kann schon sein, dass wenn man mittendrin ist, man sieht andere Möglichkeiten oder man sieht oder man bekommt andere Ideen oder man merkt, dass was wir besprochen haben, nicht so wirklich funktioniert, dass wir da komplette Freiheit trotzdem haben. Und das war ein sehr schöner Teil von dem Prozess. Wie lange habt ihr an diesem Drehbuch geschrieben? Also wann ist sozusagen die erste Idee gefallen und wann ist das letzte Wort geschrieben worden? Also das letzte Wort geschrieben wurde während dem Dreh. Ich glaube, viele Prozesse waren zusammen. Also das Drehbuch schreiben war auch
eben zusammen mit dem Cast und Proben und dann eben dann mit Location Scouting. Wir hatten, also das, ich springe auch ein bisschen in die Zukunft, aber wir hatten sehr wenige Mittel, um das Projekt und den Film machen zu können. Dann, wir mussten einige Szenen, wir wussten halt dramaturgisch, das ist, was wichtig ist in dieser Szene ist, aber wir können uns so, wie es geschrieben ist, nicht leisten. Wie können wir das umschreiben oder welche Location können wir benutzen, dass nicht diese Location ist, dass wir wollen, aber nicht haben können. So, also wie können wir das umschreiben, sodass wir dramaturgisch trotzdem das Gleiche erzählen. Also es war wirklich ein Prozess, die parallel gelaufen ist, so zu eben zu Cast-Recherche und Präproduktion. Also so sehr dynamisch hat sich das eine, das andere bedingt. Auch gerade, ich erinnere mich, einer der Stichworte, die im Vorgespräch gefallen sind, war auch, dass eben natürlich das Casting, wie ihr es ja eben auch schon so ein bisschen angedeutet habt, auf das Drehbuch auch eine enorme Wirkung hatte. Also dass da vieles nochmal angepasst und umgeändert wurde und dass eben ja alles sehr, sehr in Bewegung war die ganze Zeit. Eben dann, so wie du es gerade geschildert hast, Johanna, bis zum letzten Tag des Drehs, weil immer noch sich hätte was ändern können. Trotzdem auch bei dem Drehbuchprozess habt ihr euch immer einem Handlungsstrang gewidmet, also einem Paar, was sozusagen sich gegenübersteht? Oder seid ihr da auch sehr gesprungen oder habt ihr irgendwann gemerkt, okay, es gibt hier diese drei Stränge und die wollen wir miteinander verweben? Oder ist das sozusagen auch so stetig weitergewachsen? Es waren schon drei Stränge, die haben wir teilweise einzeln quasi bearbeitet und dann wieder quasi geschnitten auf Papier mit den anderen Geschichten. Und teilweise haben wir aber auch alles zusammen gehabt und es besprochen und bearbeitet. Am sinnvollsten hat sich aber dann schon gezeigt, dass quasi dieses einzelne Geschichten gut überlegen, auch also bis ja, nee, es war eine Mischung, was wirklich sinnvoll war. Aber es war auch so, dass dann quasi auch zum Beispiel ein Strang wieder raus, oder es war es zwei, dreimal passiert, wieder rausgeflogen ist und ein neuer dafür reinkam. Aber es war jetzt nicht so, dass wir irgendwie viel mehr Erzählstränge hatten und dann welche rausgeschnitten hätten oder so. Wie kamt ihr eigentlich auf den Titel Love Cut? Das war eine sehr lange Reise. Also wir haben wirklich sehr lange einen Titel gesucht, dass uns wirklich, also dass wir mögen und dass wir, also und dass es zum Film gepasst hätte. Wir wollten einen Titel, die in verschiedene Sprachen zu verstehen ist. Und ja, und dann haben wir wirklich sehr lange gesucht und dann hat unsere Komponist ein Lied komponiert, die eigentlich Love Cuts heißt. Und das hat uns eigentlich sehr gefallen, der Name. Und genau, und so sind wir zu diesem. Und so kam der Titel zum Film. Ihr habt für euren Film ziemlich vieles möglich gemacht. Unter anderem habt ihr eben auch an der Stelle, wo ihr gemerkt habt, okay, wir müssen das System irgendwie auch ein bisschen mitspielen oder es überlisten, indem wir eben wirklich nicht nur bei dem Drehbuchskelett bleiben können, sondern wir müssen wirklich ein Drehbuch ausschreiben, um Förderung zu beantragen. Damit kam aber sozusagen auch die nächste Herausforderung, dass ihr einen Verein gegründet habt oder ihr habt euch dazu entschlossen, eben euch die Verantwortung zu geben, einen Verein zu gründen, mit dem ihr diese Projektgelder überhaupt auch anfordern könnt. Wie ist das entstanden? Also das war eigentlich nicht so das aufwendige, komplizierte. Also es war mehr, dass wir einfach wussten, wir müssen die Fördergelder selbst beantragen. Und dafür braucht es quasi eine gewisse Struktur und das ist das Minimum quasi, wenn nicht eine Produktionsfirma, ist ein Verein. Und wir haben quasi dann hier in Österreich einen Verein gegründet und in der Schweiz hat Iliana schon eine Produktionsfirma gehabt. Und letztendlich haben wir es auch mit diesen beiden Strukturen produziert, auch wenn wir die öffentlichen Fördergelder teilweise auch gar nicht bekommen hatten. Könnt ihr noch mal sagen, um welchen Verein es sich handelt, beziehungsweise auch die Produktionsfirma, unter welchem Namen wir euch da finden? Also der Verein, der heißt Everything is Film und die Produktionsfirma heißt Silverio Films. Das sind die beiden.
Wie kann man sich das vorstellen, einen Verein zu gründen, ist ja auch erstmal irgendwie doch auch in meinem Kopf ein großer, auch bürokratischer Akt. Was hat es da so für Stunden, Tage, Wochen, Kopfzerbrechen? Gar nicht? Erzähl mal. Nein, da muss man eigentlich nicht so viel machen. Ein paar Formulare ausfüllen und ein paar Unterschriften drauf tun und warten. Warten war das Mühsame. Das längste, ja. War auch jemals die Überlegung, mit jemandem anderen noch zu kooperieren oder noch jemanden anderen Verein ins Boot zu holen? Also es ist ja auch, denke ich, ein großer Schritt zu sagen, es ist gerade schwierig, einen Verein zu finden, der zu uns passt. Und gleichzeitig gibt es ja auch ein sehr großes Überangebot an anderen Verbänden oder Vereinen. War das jemals eine Idee oder ein Thema, sich auch mit jemand anderem zusammenzutun? Also wir haben am Anfang mit einer Produktionsfirma gearbeitet. Und dann haben wir die Förderung nicht bekommen mit ihnen und sie hatten andere Projekte. Und dann, es war klar, dass entweder mussten wir ein Jahr warten, weil wir wussten, wir müssen unbedingt den Sommer drehen, weil die Jugendlichen können nur 100% arbeiten, wenn sie Sommerferien haben. Und dann hatte er schon andere Projekte für nächsten Sommer. Und dann es war klar, okay, dann entweder wir machen das Projekt nicht oder machen wir das selber. Also es war nicht von Anfang an unsere Idee als Produzentinnen, den Film zu machen, weil eigentlich wir sehen uns mehr als Drehbuchautorinnen und Regisseurinnen und nicht unbedingt als Produzentinnen. Aber es war entweder das oder das Projekt versäumen zu lassen. Und wir hatten schon so viel gearbeitet und eben so viel geschrieben und Casting und Proben und so viel Herz und Blut schon gesteckt, dass wir könnten uns nicht vorstellen, das Projekt nicht zu machen. Und deswegen haben wir uns entschieden, das so zu machen. Ja, aber im Normalfall, also oder unsere erste Vorstellung war schon, mit einer Produktionsfirma zu arbeiten. Letztendlich habt ihr nämlich genau auch die Doppelposition besetzt bei der Produktion, Regie und Drehbuch. Was war, gerade wenn ich jetzt auf die Arbeit am Set schaue, besonders in der Doppelspitze der Regie, wie habt ihr am Set gearbeitet? Gab es da Szenenaufteilungen oder wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt ein bisschen Mäuschen gespielt hätte am Set bei solch einem Drehtag bei euch? Wir haben uns so nach Erzählsträngen aufgeteilt. Aber einfach für so Fokus oder wie könnte man das sagen? Also wir haben quasi dann gesagt, okay, bei diesem Erzählstrang macht Iliana mehr die Schauspielarbeit und ich mehr arbeite mehr mit den anderen Departments, wie zum Beispiel Kamera, aber auch den anderen. Und dann bei einem anderen Erzählstrang ist es umgekehrt. Gleichzeitig haben wir diese Dinge dann immer quasi schon noch zusammen abgesprochen oder quasi kurz bestätigt oder manchmal waren es dann so wie Handzeichen, Kopfnicken und manchmal war es, hey, lass uns da bitte nochmals drüber sprechen oder das nochmals anders machen oder wie auch immer. Also so. Aber an sich war es schon sinnvoll, Aufgabenbereiche festzulegen, um einfach schneller zu arbeiten. Weil am Set muss man einfach sehr schnell Entscheidungen treffen. Und das war die Methode, die wir am einfachsten gefunden haben. Das hat auch gut funktioniert. Ja. Wie hat generell die Kommunikation funktioniert? Also gerade, ich habe früher zeitweise als Regieassistent gearbeitet und da ist man ja auch irgendwie so ein Kommunikations-Multikator. Wie war das jetzt in dem Falle, wo ihr vor dem Team aufgetreten seid als Doppelspitze in Produktion und Regie? Wie hat sich das vielleicht beim Drehstart auch verändert, gerade was den Produktionsstatus angeht? Also bei der Produktion, wir hatten zwei Produktionsleiter gehabt, die mit uns gearbeitet haben und eine Aufnahmeleiter. Also das heißt, dass wir hatten fast unsere ganze Produktionarbeit vorher gemacht, sodass wir während des Drehs in die Regie uns konzentrieren könnten. Aber natürlich gab es immer wieder Sachen, die wir regeln müssten, aber es war nicht so viel von Produktion her, weil deswegen hatten wir diese Team zusammengestellt. Was ist der Vorteil daran, zu zweit als Regisseure am Set zu arbeiten und was ist vielleicht auch knifflig? Also knifflig ist sicher dieses, dass quasi jedes Besprechen halt Zeit braucht und Zeit einfach nicht so vorhanden ist.
Vorteil ist, dass einfach zwei kreative Köpfe auch noch mehr sich, also mehr Kreativität bedeuten können. Jemand erkennt vielleicht irgendwo etwas, das noch verbessert werden könnte, das der andere gerade nicht gesehen hat. Und so ergänzt man sich auch, würde ich sagen. Also das ist ja auch beim Schreiben so, auch in der Postproduktion so. Aber knifflig ist es dann natürlich, wenn man jetzt irgendwie nicht die gleiche Meinung hat, dann muss man halt auch quasi zu einer Lösung finden, für was man sich jetzt entscheidet. Wobei wir da immer einfach auch gesagt haben, hey, die Geschichte, oder das war für uns so klar, dass die Geschichte und der Film vorgeht und nicht jetzt quasi so, wessen Idee es war oder so. Und somit war immer die Frage, was ist für den Film richtig? Und da gab es gar nichts, also da gibt es dann irgendwie schneller eine sehr klare Antwort. Und wenn man jetzt noch ein Stück weiter geht, am Set habt ihr eben gesagt, da habt ihr euch auch so ein bisschen die Handlungsstränge eben auch aufgeteilt, sodass einer dann immer wirklich komplett bei einer Geschichte sein konnte. Wie sah das denn später im Schnitt aus? Wie habt ihr da gearbeitet? Da haben wir, da waren wir wieder wirklich so zweit, so wie bei Drehbuch, aber noch mit die Cutter, also wir hatten zwei Cutter, und wir waren einfach so, zuerst waren wir mit Sebastian Lungariva und dann waren wir zu dritt. Und dann, er hat sogar die erste Rohschnitt alleine gemacht. Und dann waren wir einfach zu dritt im Schnittraum. Und dann hat Lisa Gerritschläger den Film weiter geschnitten. Und dann waren wir auch weiter zu dritt. Also da, und das war sehr, also auch ein sehr spannender Prozess. Also da hat man auf jeden Fall mehr Zeit, zum verschiedene Wege zu finden oder Lösungen. Und also der Zeitdruck ist nicht so wie beim Drehen. Genau, und da waren wir wirklich, ich glaube, immer zusammen. Habt da auf jeden Fall auch nochmal gemeinsam den Film durchgearbeitet, geschnitten, beziehungsweise habt euch halt eine Filmeditor rangeholt, der das mit euch zusammen erarbeitet. Also es ist ja wirklich ein sehr beeindruckender, langer Zeitraum und ein langer Prozess, was die Idee angeht, das Drehbuch, eben dieses sehr, sehr intensive Casting und diese sehr, sehr intensive Recherche, die damit verbunden ist, über den Dreh und dann eben auch der gemeinsame Schnitt. Was sind so die Sachen, die ihr mitnehmt? Also einerseits sagen, also haben wir schon oft erkannt, ist, dass dieses gemeinsame Schreiben halt einem auch sehr auf die gleiche Geschichte gebracht hat. Also wir hatten jetzt nicht ein fertiges Drehbuch, für das wir zusammen Regie führen mussten. Das wäre auf jeden Fall viel schwieriger gewesen. So hatten wir quasi wirklich die gleichen Geschichten im Kopf, weil wir ja schon alles wirklich oft umgewälzt hatten, immer und immer wieder, und besprochen hatten. Und wie hast du das gemeint? So und so, ach so, jetzt verstehe ich es. Also quasi, das kam dann nicht erst bei der Regiearbeit. Und sonst finde ich ein Aspekt, der uns sehr geholfen hat und der auch einfach super cool war, und wenn das irgendwie möglich ist, den ich jedem empfehlen würde, ist das einfach Spaß daran zu haben. Und zu zweit kann man einfach wirklich Spaß haben. Also mehr als alleine. Ja. Ja, und ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist, dass man ungefähr die gleiche Filme mag, also die gleiche Stil, also dass man so wie Gemeinsamkeiten in das filmische Sprache hat, weil sonst ist vielleicht, und auch in die Themen und auch in ein bisschen, wie man diese Themen sieht, weil natürlich man kann sehr viele verschiedene Perspektive haben, und das ist sehr, das ist also die, wie kann ich das sagen? Das ist sehr, I don't have the word. So, das bitte schneiden. Ich überlege. Wie heißt das, wenn etwas sehr bereichend? Sorry, okay, jetzt habe ich. Bereichend. Also, es ist auf jeden Fall sehr bereichend, wenn man verschiedene Perspektiven hat über verschiedene Sachen. Aber wenn man einen Film machen möchte über ein bestimmtes Thema, ich glaube, es ist schon sehr wichtig, dass man die Grundideen teilt, weil zum Beispiel uns war sehr wichtig bei dieser bestimmten Idee und dieses bestimmtes Thema, dass wir einen Film machen wollen, der auf Augenhöhe ist mit den Teenagers. Und ich glaube zum Beispiel, wenn jemand von uns gedacht hätte, nein, ich möchte etwas moralisch machen, das hätte sehr schwierig gewesen. Aber weil wir wie die gleiche, ja, irgendwie
Ja, man muss sich, glaube ich, schon ein Welt teilen, weil dann ergibt sich auch von alleine, dass man zusammen auf diese Reise geht. Es ist so, wie wenn man zusammen in eine echte Reise geht, oder? Also man kann gut reisen mit bestimmten Leuten und es ist dann sehr schwierig mit anderen. Und ich glaube, es ist schon vielleicht gut oder empfehlenswert, etwas Kleines davor zu machen, um zu merken, aha, wie arbeiten wir zusammen, wie sind unsere Meinungen, was passiert, wenn wir nicht die gleiche Meinung haben, und viel über das Thema zu reden, weil vielleicht ist bei einem bestimmten Thema sehr gut, dass zwei Personen sehr verschiedene Ideen haben und trotzdem eine Meinung oder anders. Ich glaube, es ist je nach Film und Thema, aber auf jeden Fall, also ich wiederhole mich, aber dass man wie eine gemeinsame Sprache und eine gemeinsame Welt teilt. Dieses Weltteilen oder auch dieses auf gemeinsame Reise gehen, war das jemals damit verbunden, dass ihr vielleicht auch irgendwann am Anfang oder im Prozess bestimmte Regeln vielleicht auch vereinbart habt? Also einmal am Tag gibt es auf jeden Fall eine Stunde, wo wir nur einen Kaffee oder Tee trinken und es fällt nichts über unser Drehbuch, über unser Projekt oder irgendwas anderes? Oder ja, gab es bestimmte Dinge, die ihr vielleicht vereinbart habt, um gut miteinander arbeiten zu können? Diese oder Rituale. Gut gewesen. Oder Rituale, die ihr vielleicht, die sich irgendwann so entwickelt haben. Manchmal hat man ja gar nicht so vor, sowas zu etablieren, aber irgendwann gibt es so bestimmte Dinge, die man dann gemeinsam so erarbeitet, die dann auf einmal so ein Ritual werden. Ja, ich glaube, was eher auch so im Gegenteil, also quasi, wir haben einfach, also diese Pause, die du jetzt erwähnt hast, die war bei uns quasi auch einfach oft auch einfach Teil der Arbeit, einfach so dieses auch Austauschen über ein Thema, diskutieren oder zu philosophieren, war irgendwie, oder? Sind wir auch einfach so in Themen eingestiegen. Und wir haben viel gelacht auch. Ich weiß noch, als wir, also eine Freundin von mir war dort und wir haben geschrieben und sie meinte, ja, scheint nur Spaß zu haben. Das stimmt, wir haben einfach wirklich sehr viel Spaß gehabt, weil wir haben, ich glaube, wir waren auch sehr verliebt mit unseren Charakteren. Und dann, es waren so wie, oder nicht verliebt, aber es waren so wie Menschen, die wir wirklich kannten. Und dann, wir haben einfach gesprochen, wie sie wirklich echte Menschen wären. Also ich glaube, das machen alle Drehbuchautoren, wenn sie lange in einem Prozess sind. Und dann haben wir uns einfach vorgestellt, wie wäre es, wenn der das macht und dahin geht und dann, oh Gott, und das konnte das doch passieren und das und... Und wir hatten wirklich viel Spaß, aber ja, wahrscheinlich Spaß war unser Ritual und Lachen. Sich Zeit nehmen, Spaß haben zu dürfen, das klingt gut und das klingt auch gesund und das klingt dann auch, dass man so eine lange Zeit auch gemeinsam wirklich bewältigen kann oder eben dadurch bereichert wird, was dann in diesem langen, langen Zeitraum entstehen kann. Wir kommen schon langsam zum Schluss und ich habe noch so ein, zwei letzte Fragen, wovon wir gerne auch Informationen unter die Shownotes setzen können. Ihr habt vorhin so ein bisschen auch über verschiedene Bücher gesprochen, die ihr auch gelesen habt. Gibt es da ein, zwei, die ihr nochmal ganz explizit nennen könnt, gerade in Bezug auf Schauspielmethoden und Laienarbeit? Da würde ich schon einfach dieses Susan Batson Truth. Das war wie ein bisschen von das und ein bisschen von das. Mhm. Vielleicht von Drehbuch, diese Linda Aronson, ja. The 21st Century Screenplay, da, ich glaube, also das war sehr hilfreich für uns oder sehr spannend für uns, als wir das Drehbuch geschrieben haben, weil es war keine konventionelle Drehbuch, weil es war nicht nur ein Hauptcharakter und eine Dreieckstruktur, sondern sechs verschiedene Hauptcharakteren und genau, und das hat uns, das war sehr spannend auch für uns. Aber wir können noch überlegen und wir schicken dir. Sehr, sehr gerne. Auch wenn ich jetzt vorhätte, mit solch einem Elan so ein Projekt zu starten, höre ich einfach ganz stark heraus, dass es wichtig ist, sich selbst erstmal in diese Rolle zu begeben, auch die eigenen Geschichten zu erfahren und zu spielen. Also diesen geschützten Raum, den ihr erstmal selbst erfahren habt in London, wo ihr euch auch begegnet habt in dem Workshop, sich da am besten auch in diese Szenerie zu begeben, zu gucken, wenn ich vorhabe, solch einen Film zu realisieren, auch erstmal zu schauen, was gibt es vielleicht in meiner näheren Umgebung für Workshops, die ich belegen könnte, um da auch erstmal auch andere Weggefährtinnen vielleicht kennenzulernen und um andererseits auch eben in die Rolle zu schlüpfen des Spielenden.
Und dann höre ich auch ganz stark heraus, dass es wichtig ist, dran zu bleiben und als Team zusammen zu bleiben und zu gucken, wie kann man bestimmte Dinge ausbaldowern und sich Zeit nehmen, um ganz, ganz viel Spaß mit einzubauen, damit das auf gar keinen Fall zu kurz kommt bei solch einem Marathon, den ihr da gelaufen seid. Ja, klar. Dann bleibt für mich eigentlich nur noch offen zu fragen, was sind jetzt gerade so eure Projekte? Wir sind ja gerade in einer sehr, sehr besonderen Zeit momentan. Jetzt zur Zeit der Aufnahme ist der 9. November und wir sind quasi mitten im Light-Lockdown, zumindest in Deutschland. Wie sieht es zurzeit für euch und eure Projekte aus und was macht LoveCut? Also LoveCut befindet sich noch in der Festivalphase, wobei natürlich die Festivals jetzt schon eingeschränkter sind in dieser Zeit gerade, aber es ist noch, sind noch ein paar kleinere Dinge in Aussicht, also kleinere Festivals, und er wird auch noch quasi in weitere Länder verkauft, auch VOD-mäßig, da hoffen wir schon noch auch auf noch weitere Verkäufe. Ah, weil das dürfen wir sagen, der Film kann man in Amazon anschauen, also in Deutschland und in Österreich ist in Amazon. Das verlinken wir gerne. Cool. Sorry, Johanna, ich habe mich unterbrochen. Nein, das war's eh. Ja. Verloren geht. Und was gibt es bei euch für nächste Projekte? Gibt es schon wieder Ideen, auch gemeinsam was zu realisieren, oder was passiert bei euch gerade, Eliana? Also wir haben ein Projekt, aber wir wissen noch nicht, ob es stattfinden wird oder ob es wirklich realisiert wird. Und es ist eine Serie, die wir mit einer Produktionsfirma in Berlin entwickeln. Und wir, ja genau, und das wird sich wahrscheinlich in die nächsten Monate zeigen, ob eine, also sie wollen, also da sind wir nicht die Produzentinnen, und die Produzenten suchen, also schauen, ob eben Netflix, Amazon oder HBO oder so jemand das produzieren möchte. Und wenn ja, würden wir das bald machen. Und genau, also das ist so die konkrete Sache, die wir jetzt haben gemeinsam. Das heißt, ihr seid als Team weiterhin unterwegs. Dann drücke ich euch dafür erstmal die Daumen, dass das alles weitestgehend glatt läuft und schnellstmöglich realisiert werden kann, sodass wir auch mehr von euch sehen. Ansonsten einen guten Run erstmal für LoveCut. Und bleibt mir eigentlich nur noch zu fragen, am Anfang hatte ich euch ins Ohr geflüstert, ob ihr jemanden habt, dem ihr gerne eine Wildcard schenken würdet. Wir laden nämlich zurzeit Gäste, die schon bei uns waren, geben wir die Möglichkeit, eine Wildcard zu vergeben, damit andere Gäste eingeladen werden können. Habt ihr denn jemanden, den ihr hier gerne hören möchtet? Ja! Ja! Wir haben gedacht, dass es könnte cool sein, wenn ihr unsere zwei Kameramänner einladet. Also es ist Steven Heise und Georg Geutebruck. Und sie sind beide sehr spannend und vielleicht können sie noch mehr erzählen, wie das ist, zusammen als DOPs einen Film zu machen. Genau, und verschiedene Abenteuer in diese Reise. Steven und Georg, wir melden uns auf jeden Fall bei euch und dann baldowern wir aus, was ihr hier Schönes erzählen könnt. So sind wir schon am Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden. Vielen Dank für eure Zeit und den tiefen Einblick, den ihr uns gegeben habt in eure Workshop-Arbeit, insbesondere mit den Laien, die Recherche und natürlich nicht zuletzt die verschiedenen Positionen, die ihr gemeinsam als Team belegt habt von Anfang bis Ende. Vielen, vielen Dank an euch. Ja, danke dir. Ja. Es hat Spaß gemacht. Danke dir auch. Dann würde ich sagen, war es das heute nämlich schon mit Eliana Esterle und Johanna Lita. Wir sind weiterhin gespannt, wie es mit der Serie verläuft. Und wenn ihr die Chance habt, LoveCut zu sehen, dann macht es auf jeden Fall. Ihr habt gehört, auf Amazon könnt ihr euch das anschauen. Und ansonsten bedanke ich mich bei euch da draußen fürs Zuhören und natürlich auch
fleißige Abonnieren und Liken auf Spotify und jeder anderen Podcast-App, die es so auf der Welt gibt. Kommentiert und liket weiterhin auf Facebook. Wir sind auch auf Instagram. Da könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Und ja, wenn ihr Lust habt, unterstützt uns auch gerne mit einem Abo eurer Wahl bei Steady. Da sind wir nämlich auch vertreten und können jeden müden Euro gebrauchen, damit es uns auch weiterhin gibt. In diesem Sinne wünsche ich euch da draußen noch einen schönen Start in den Tag, vielleicht sogar in den Nachmittag, oder ihr seid schon dabei, ins Bett zu gehen, dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Demnach bleibt im Gespräch und wir hören uns. Ciao. Ciao. Wie vorhin versprochen, für alle, die dran geblieben sind, gibt es jetzt ein nachträgliches Telefonat zusammen mit Iliana Esternoll. Viel Spaß. Hallo Iliana. Hey, hallo, hallo. Ja, ganz direkt gefragt, ihr habt ja wirklich den Ben, die Luca, die frisch zusammenkommen, sehr verliebt sind, Alex und zum Beispiel die Sexhelferin, die Alex so ein bisschen heranführt in seiner Art und Weise der Sexualität, und Jakob und Anna, die sogar Sexfilme uploaden und auch sehr freizügig in ihrer Art sind. Wie habt ihr mit denen das Ganze vorbereitet, also gerade auch in Bezug auf die Laiendarstellerinnen? Also es war ein sehr langer Prozess und es hatte viele Schritte. Es hat auf jeden Fall angefangen in den Casting-Prozess, als wir die Casting gemacht haben. Wir haben natürlich erzählt, was für einen Film wir machen wollen und dass es intime Szenen gibt. Und wir haben ihnen gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, solche Szenen zu drehen. Also wir waren immer sehr offen, sehr direkt mit den Jugendlichen. Und genau, weil wenn sie von Anfang an gesagt hätten, nein, sowas kann ich mir gar nicht vorstellen. Und natürlich war es schwierig, weil viele Jugendliche haben sich sofort gedacht, aha, ist das ein Porn? Was ist das für ein Film? Es war schwierig, aber das war ein erster wichtiger Schritt, also eine sehr klare, transparente Kommunikation zu haben. Ja. Und eine sehr wichtige Vorschritt war auch, also weil auch wenn es keine Sozialkritik ist, also der Film ist keine richtige Sozialkritik für uns schon, also das ist schon drinnen. Es ist nicht eine Kritik an die Jugendlichen, was sie machen, sondern an unsere Gesellschaft und wie Sachen passieren können, die eigentlich niemand verantwortlich dafür ist, wie zum Beispiel, dass eben Jugendliche Pornos machen können und das uploaden können. Und dann eine wichtige Frage für uns war, wie wollen wir das filmen? Ich glaube, als Filmemacher, das ist eine sehr wichtige Frage, weil intime Szenen kann man in viele verschiedene Arten drehen. Und weil für uns war das auch eine Kritik an Pornofilme. Wir wollten auf keinen Fall etwas machen, die in diese Richtung geht. Oder die das, also ich glaube, wir hatten nie das den Gefahr gehabt, aber ich glaube, als Filmemacher ist sehr wichtig, dass man sich fragt, wie möchte ich meine intime Szene drehen, wie soll es ausschauen, was möchte ich vermitteln? Und etwas sehr Wichtiges für uns war, durch die Recherche, wir haben sehr lange recherchiert, mit Jugendlichen viel über Sex gesprochen, über ihr intimes Leben, über also das war ein sehr wichtiger Teil von diesem Prozess und wir haben gemerkt, wie also was für einen großen Einfluss Pornofilme hat in die Art, die Jugendliche Sex sehen. Klar, wahrscheinlich, weil es auch so der bisher einfachste Zugang ist, tatsächlich auch zu sehen, wie machen andere das? Genau, oder? Genau. Und eigentlich, es ist im Durchschnitt ein Kind oder ein Jugendlicher hat das erste Pornofilm jetzt mit 8 Jahre alt gesehen. Also boah. Mit 12 Jahre sagen sie, ah nein, das ist für Kinder. Es ist wirklich, es ist schockierend. Und dann, sie haben einen großen Einfluss, wie es aussehen soll oder was sie selber machen sollen von Pornos. Und das ist wirklich eine sehr zerstörte Bild von Realität. Also sie denken beide, es geht um Performance. Also sie müssen beide sehr viel
Performance machen. Es ist ein großer Druck für die Mädchen als auch für die Burschen, weil sie denken, okay, die Burschen denken, sie müssen 2 Stunden lang Sex haben können. Die Mädchen denken, sie müssen sehr wild sein und sie müssen das auch nur so wollen. Und dann es gibt die andere Vorbild, es ist Hollywood, oder wo sie lernen sich kennen, sie haben Sex sehr schnell und sie kommen immer gleichzeitig, alles geht reibungslos und problemlos. Und das sind eigentlich die 2 Vorbilder, die man jetzt als Jugendliche oder auch als Erwachsene vielleicht von Sex hat. Und das fanden wir sehr problematisch und wir wollten unbedingt in diesem Film zeigen, die Nuancen und zeigen, wie schwierig es sein kann, eigentlich Sex zu haben, wenn man das noch nie gehabt hat und wie zerbrechlich man ist, was für Missverständnisse es geben können oder man ist unsicher. Und das führt natürlich zu, dass alles schwierig oder nicht reibungslos gehen kann. Und dann, es war sehr wichtig, also alle diese Fragen, finde ich, sind sehr wichtig als Filmemacher. Was möchte ich vermitteln mit jeder Intimszene? Es ist wie ein Flow und alles kommt wie von alleine. Aber man muss wirklich sich sehr klarstellen, was möchte ich und wie möchte ich dahin kommen. Die Casting gemacht haben und wir zum Beispiel ein Mädchen oder ein Burschen gesehen haben, wo wir dachten, okay, wir wollen unbedingt mit dieser Person arbeiten. Wir haben dann offen gelassen, der Partner, die Rolle von der Partner. Und dann haben wir explizit jemanden gesucht, die passen könnte für diese Laienschauspieler. Das heißt, wir haben nicht jemanden gecastet und gedacht, aha, der mit die und das ist gemacht, weil die sind beide interessant oder gut, weil es ist wirklich so, dass bei Liebe oder bei Sex, die Chemie spielt eine große Rolle und weil sie Laiendarsteller sind, wir wussten, es wäre sehr schwierig, wenn zum Beispiel jemand mit jemand spielen muss, wo sie gar nicht etwas anfangen können oder gar nicht sie sympathisch finden oder. Und das war auch eine sehr wichtige Entscheidung und ein sehr wichtiger Teil der Prozess, weil dann haben wir nur jemanden gewählt, mit wem sie sich gut fühlen könnten, also wo sie beide gut fühlen könnten. Das hat natürlich die Casting-Prozess sehr lange und kompliziert gemacht. Aber ich muss sagen, zum Beispiel in der Fall von die Anna und Jakob, die Paar, die diese Videos hochgestellt haben, der, die die Rolle von Jakob spielen musste, hat leider oder nicht leider, aber es hat abgesagt eine Woche vor Drehbeginn. Das heißt, der, die Jakob gespielt hat, haben wir eine Woche vor Drehbeginn gefunden. Und dann, das heißt, ja, und das heißt, wir haben, also das war wirklich die Ausnahme, Die anderen waren total von vorne, also denen habt ihr sehr viel Zeit gegeben, dass sie sich finden können und die hatten auch die Möglichkeit eben sich im Casting kennenzulernen, beziehungsweise ihr habt da ein genaues Auge drauf gelegt, wer kann mit wem gut. Genau. Und das war sehr schön. Und dann haben wir viel geprobt. Wir haben wirklich sehr, sehr viel geprobt. Und in die Proben ging es, was davor passiert in der Geschichte. Also wir haben nicht die Szenen geprobt, dass in Filmen vorkommen, weil bei Laiendarsteller ist oft so, dass wenn du etwas probst, und ja, dann es wird nicht mehr so natürlich, wenn sie genau wissen, was passieren soll und wie sie genau das machen sollen. Und das heißt, wir haben, genau, und dann haben wir auch intime Szenen auf jeden Fall viel geprobt. Und das war auch ein sehr wichtiger Teil von der Prozess. Wie war das bei den Proben der sehr intimen Szenen? Wart ihr da nur sehr wenige? Waren das nur Iliana und Johanna? Und dann die beiden, um die es geht? Oder wie habt ihr das arrangiert, dass die Laiendarstellerinnen sich maximal wohlfühlen können?
Ja, wir waren am Anfang nur zu zweit, also Johanna und ich. Und wir waren aber immer von Anfang an mit einer Kamera. Aber wir hatten schon sehr viele andere Szenen geprobt. Dann sie hatten sich schon wohlgefühlt vor die Kamera. Und dann ein wichtiger Prozess ist, dass sie haben, also der Vertrauen, das wir gebaut haben zwischen den Darsteller und wir als Regisseurinnen. Und wir haben die intime Szenen angefangen zu proben, als sie sich schon sehr wohl mit uns gefühlt haben, als sie schon wussten, aha, wie sind wir, als sie schon wussten, wie sind die. Und dann haben wir sehr langsam dann der Kameramann eingeladen und die dazu zu den Proben gekommen ist. Dann haben wir der Tonperson eingeladen. Ihr habt so Stück für Stück das Set erweitert, also erst ganz klein zusammengearbeitet und je weiter es sozusagen zum Drehstart ging, habt ihr nach und nach die Leute, die noch für ein Closed Set, so würde ich das jetzt mal vielleicht definieren, gebraucht werden, habt ihr rangeholt. Genau, sehr richtig, sehr, sehr richtig. Und dann natürlich, weil ein Dreh, also eine sehr komplizierte Sache ist. Wir könnten nicht, also wir haben versucht, chronologisch zu drehen. Es war nicht immer möglich, aber fast immer. Und dann waren viele Leute am Set. Aber für die intime Szenen haben wir wirklich nur die Leute, die sehr notwendig waren, da am Set gelassen. Und sonst waren wirklich alle weg. Also es war etwas sehr klein. Und es war sehr schön, weil sie haben sich so wohl gefühlt. Natürlich, wir haben schon gedacht, okay, wir drehen die Szene, sobald wir eine neue Kameraeinstellung oder eine neue Probe oder das nochmal drehen, kommt die Garderobe-Person und gibt eine Bademantel zu ihnen und so, dass sie sich wohlfühlen. Und es war sehr interessant, weil sie haben gesagt, nein, wir brauchen keinen Bademantel. Und sie haben sich eigentlich sehr wohl gefühlt. Schön. Ja, also, ja, und das war wirklich sehr, sehr, sehr schön und wichtig für uns, dass jeder sich wohlfühlt. Aber sie waren auch, ich glaube, sie haben uns alle sehr vertraut, sie haben uns als Regisseurinnen sehr vertraut und sie haben das Team sehr vertraut, sie haben sich wohlgefühlt in die Location und sie haben ihre Partner vertraut. Und ich glaube, so dass eine intime Szene reibungslos gehen kann, Vertrauen ist ein sehr wichtiger Teil. Also vor allem, wenn man mit Laien arbeitet, wenn man mit Schauspielern arbeitet, auf jeden Fall ist auch sehr wichtig. Aber man vielleicht muss nicht so einen langen Prozess machen, so wie wir gemacht haben. Wir haben auch sehr viele Techniks benutzt. Also wir haben zum Beispiel, es gibt so wie eine Art Kontakt-Impro-Tanz. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es ist sehr körperlich, aber es ist sehr technisch auch. Und das haben wir mit ihnen gemacht. Wir haben auch so eine Art Technik benutzt, wo es geht darum, dass man sich vorstellt, dass alle Teile am Körper brennen, wenn die andere das berührt und das in eine Art, das eigentlich wehtut. Und dann man lernt sehr sanft mit den anderen umzugehen und man ist aber sehr empfindlich, also weil wenn man denkt, aha, alles sollte wehtun, dann man reagiert zu jede kleine Berührung. Man schärft die Sinne so richtig füreinander und auch für den eigenen Körper. Mhm. Genau, genau, und das zeigt sich, also und man sieht das sehr genau, wenn man das von draußen sieht, also man hat das Gefühl, okay, das sieht wirklich aus so wie eine Sexszene, obwohl es ist wirklich nur eine Technik. Wir haben ihnen auch sehr genau erklärt, auch was die Reihenfolge von die Szene sein sollte und was die underlying emotion sein sollte. Also nicht nur am Anfang, ihr küsst euch, dann zum Beispiel in die Szene von Alex und Momo, dann Alex, du gehst runter und Momo, du willst, dass er
bei dir bleibt und du, sondern wirklich auch, was die Emotionen in jedem Moment sind. Und wir haben das auch in Beats, so wie eine normale Szene, auch in Beats so gestuckelt, so dass sie ganz genau wussten, aha, okay, das sollte passieren und das sollte passieren. Und trotzdem, dass sie sich frei fühlten, um zu improvisieren. Wir haben nicht gesagt, du musst so und so küssen oder du musst ihn so und so berühren. Aber wir haben schon gesagt, zum Beispiel in dieser Szene von Alex und Momo wieder, dass sie versucht, ihn zu berühren in seinen intimen Bereich und er macht die Hand von ihr immer wieder weg, bis sie fragt, aha, was ist los? Also, und dann es war so eine große Klarheit und ich glaube, Klarheit ist sehr wichtig bei intimen Szenen, weil wenn sie genau wissen, was sollte passieren, was ist die Reihenfolge, was sind die Emotionen und dann, ich fühle mich wohl mit meinem Partner, ich fühle mich wohl am Set, ich fühle mich wohl mit meinem Team, dann, ich glaube, dann sind alle diese Aspekte gegeben, sodass alles gut und reibungslos gehen kann. Wie ist das eigentlich, wenn jetzt vielleicht auch eine der Laiendarstellerinnen sagen, letzte Woche hat für mich eine bestimmte Sache noch gut funktioniert, aber heute fühle ich mich damit unwohl oder irgendwie ist irgendwas gerade ganz komisch. Habt ihr irgendwelche Codes miteinander ausgemacht oder wo man halt auch irgendwie sagen kann, so das geht für mich gerade irgendwie nicht? Also dass man trotzdem jederzeit die Möglichkeit hat zu sagen, das ist mir gerade zu intim oder das funktioniert für mich nicht. Habt ihr da irgendwas miteinander ausgemacht? Da haben wir ausgemacht, dass man kann jederzeit ganz offen mit uns reden. Also ganz ohne Codes oder so. Also wirklich, man kann sagen, was man fühlt und denkt. Man kann auch sagen, darf ich mit dir alleine reden, falls man etwas mit dem Partner ist. Oder man kann, und also das war sehr, sehr wichtig für uns, dass Kommunikation, also das die Darsteller wussten, wir können jederzeit stoppen, wir können jederzeit sagen, was unsere Bedürfnisse sind oder was geht oder was nicht geht. Und das war gar nicht, das war wirklich selbstverständlich. Und das hat natürlich gemacht, dass der Dreh manchmal langsamer gegangen ist, weil das war nicht nur bei den intimen Szenen, sondern generell. Aber das hat auch gemacht, dass sie sich auch wohlgefühlt haben und dass sie uns vertrauen könnten, weil sie wussten, egal was ist, ich kann das immer sagen und ich werde immer gehört. Und dann haben wir immer eine andere Übung gemacht oder einen anderen Zugang zu der Szene gemacht oder wir haben etwas geändert oder wir haben Übungen nur mit dieser Person gemacht, weil manchmal ist das eben, etwas hat funktioniert oder nicht funktioniert, weil man ist nervös oder man hat selber ein Problem oder man kann sich nicht konzentrieren. Und dann haben wir gesagt, okay, dann haben wir Pause, 15 Minuten oder was auch immer wir gedacht haben, notwendig ist. Und dann haben wir mit der Person gearbeitet oder mit beide zusammen. Und wir haben uns wirklich diese Zeit genommen. Und wir haben, also wie wir arbeiten, wir haben viele, viele Übungen, viele Techniken, viele. Und dann, wenn etwas nicht funktioniert hat, wir haben einfach etwas anders probiert. Ich kann mir vorstellen, dass ihr durch die Workshops einfach auch eine sehr, sehr starke Bindung im Vorfeld schon geschaffen habt. Ihr habt ja bei euch eben auch sehr, sehr junge Darstellerinnen mit dabei, also die auch wirklich unter 18 sind. Rein rechtlich, wie habt ihr das so abgesichert oder wie ist da der Stand, gerade wenn es um solche intimen Szenen geht? Genau, das ist sehr wichtig, dass man das vorher klärt, vor allem wenn man mit Jugendlichen dreht. Und es ist so in Österreich, weil es ist verschieden von Land zu Land, aber in Österreich ist das so, dass wenn man jünger ist als 16, braucht man die Bewilligung von den Eltern. Und ab 16 können sie selber entscheiden, ob sie das wollen also oder nicht. Und für uns war es sehr wichtig auch, also wir wussten, wir wollen keine Porno drehen, sondern und dass wir nicht so viel zeigen wollen, vielleicht schon Brüste oder ein paar und schon die Nähe und Intimität zwischen denen, aber nicht die Geschlecht intime Teile oder so, sondern und deswegen, das war einfach, also weil wir haben mit denen gesprochen, wir haben das ihnen von Anfang an gesagt
Und es war nur zwei, die jünger waren als 16. Und wir haben mit den Eltern gesprochen und das war überhaupt kein Problem. Es war eigentlich sehr schön, weil sogar eine Mutter hat gesagt, ja, es ist die Entscheidung von meiner Tochter. Also natürlich gebe ich die Bewilligung, weil wenn es so legal gehen soll, aber sie muss entscheiden, alles selber, wie weit sie gehen möchte. Für mich ist alles kein Problem. Es ist ihre Entscheidung und also es war eigentlich sehr einfach alles. Aber ich glaube, weil wir waren sehr offen in die Kommunikation von Anfang an. Ich glaube, das ist ein großes Geheimnis in diese intime Szenen drehen. Von Anfang an aufeinander zugehen, sehr klar kommunizieren, auch immer wieder neu kommunizieren, höre ich raus. Also wirklich auch zu jedem Zeitpunkt immer wieder rückversichern, ist alles bei dir okay, brauchst du noch was, wie geht's dir gerade? Also das höre ich daraus, dass ihr da einfach auch eine sehr, sehr enge Bindung auch mit den jeweiligen Darstellerinnen hattet. Was würdest du Regisseurinnen empfehlen oder auch Regisseuren, die intime Szenen inszenieren wollen? Was ist das Wichtigste, was man beachten sollte oder so die drei wichtigsten Dinge? Kommunikation ist eine, die dann, also sich wirklich gut kennenzulernen. Also das ist halt der Kommunikation, so dass man versteht, wie jeder Schauspieler funktioniert, was sie brauchen in Momente, wo sie sich nicht gut fühlen oder unsicher fühlen. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Dann eine sehr klare Abfolge zu machen von den intimen Szenen, so dass jeder weiß, wo sie sich befinden sollen in jedem Moment, emotional wie physisch auch. Und viel Proben, würde ich sagen. Viel, viel Proben. Weil in Proben ist, wo man auch sich wirklich kennen, also man lernt sich kennen, man lernt der Partner, also die Schauspielpartner kennenlernen, man versteht, was ist einfach für mich, was ist nicht einfach, als Regisseur, aber auch für den Schauspieler, für die Kamera. Also wirklich viel Proben. Ich würde sagen, diese drei, würde ich sagen, sind am wichtigsten. Und auch, also Teil von die, von die Regievision, dass man weiß, was man selber will. Wie sollte diese Szene aussehen? Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ja. Was auch ganz wichtig ist, dass wir gemacht haben, sodass die Schauspieler sich wohlfühlen am Dreh. Und natürlich, ich glaube, das ist Standard und man macht das immer so, ist die Kostüme. Also wir hatten eine sehr tolle Kostümbildnerin, Veronika Haab, und sie hat spezielle Unterhosen gebaut, so mit Schuhsohlen, so in den Intimbereich, so dass wirklich, dass man das Gefühl hat oder das visuell, man hat das Gefühl, sie wirklich nackt sind, aber wo sie wirklich sich sicher gefühlt haben, weil dort wirklich so etwas so dickes wie eine Schuhsohle, also nicht so hart, aber in die Richtung, so hat sie das genannt, die Veronika. Und das ist auch sehr wichtig, dass also die Kostüme und wie man die Schauspieler unterstützen kann mit diese technischen Sachen, also weil vor allem wenn man Jugendliche ist, aber auch nein, ich glaube, das ist auch, wenn man erwachsen ist, ich glaube, das ist egal. Absolut. Also gerade auch nochmal der Aspekt, dass verschiedene Departments bei diesen intimen Szenen ja auch mit unterstützend wirken. Also einmal, klar, haben wir häufig ein Closed Set bei solchen Angelegenheiten und dennoch ist es auch wichtig, dass gerade so eine wichtige Funktion wie das Kostüm hier halt mit agieren kann, um da auch nochmal gerade die Intimszenen gut abzudecken, dass man agieren kann, als wäre man total nackt, aber eben trotzdem dieses Feigenblatt für sich noch hat und da natürlich auch nochmal anders spielen kann. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, genau. Und das ist etwas Kleines, ein Detail, aber ich glaube, das ist wichtig, das zu erwähnen, dass das auch auf jeden Fall sehr viel, also hilft, sodass die Schauspieler sich auch wohlfühlen. Vielen, vielen Dank, Ileana, nochmal für den tiefen Einblick und die Tipps und Tricks, die du auch mitgegeben hast und auch nochmal in den Vordergrund gestellt hast, was wichtig ist, wenn man solche intimen Szenen inszeniert, nämlich eine lange Vorbereitung und eine gute Kommunikation.
Ja, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ich meine Freude, mit dir zu reden.